Ein herzliches Willkommen zurück zu dieser Folge von Ark the New Valhalla. Mit dabei ist der Onkel Hallihallo. und der Sergeant Gaming. Von mir ein freundliches Salut. Fängt ja schon mal gut an. Ja, Schnubbelidubbel. Deutsch. Ja, unser Plan ist jetzt erstmal zu dem Plateau bei 5030 zu fliegen. Mal schauen, ob wir dort was finden. Ja, genau. Und dann ist auch der Porsche wieder rum. Bei dem Geeier, was hier mit dem Vogel abgeht, ja. Gut, wir können aber mal auf der Tour immer mal so ein paar, ich werde mal ein paar Tiere auch mal töten, weil das levelt sich überhaupt nicht hier, das Ding. Das kannst du Ja. vergessen. Okay, dann Soll ich wieder vorfliegen, oder? ja. Schaffst du das? Er fliegt doch sowieso vor. Ich meine, vielleicht automatisch, er braucht ja. bist du zu schwer, aber dein Vogel. Warum? Ich habe da gar nichts einstecken. Ja doch, ich bin ja mit Okay. Gewicht voll. Was ist denn hier los? Ja, Warum das? Dann dann drehen bist wir nochmal du. um. Ja, dann nehme ich dir ein Und paar gib uns Sachen was ab. ab. Boah, ich habe auch nicht mehr so viel. Aber was soll ich denn abgeben? Ich habe hier bloß ein paar Narkotikpfeile und höchstens Subpfeile kann ich euch mal abgeben. Aber das sind doch nicht schwer, die Pfeile, oder? Die sind relativ schwer. Davon, wie viel du hast. Pack einfach Okay. einen Vogel rein. Hä? Das ist doch der Vogel. Das ist doch das Gleiche. Obwohl dein Vogel 400 Gewicht tragen kann. So. So, und dann hier nochmal. Zack. Boah, nimm die mit. Die Pfeile. Nimm die Pfeile mit. Da unten rollen sie. Wo ist er denn? Da unten rollen sie. Hab ich. Hab Gut. ich. Okay, wie sieht es jetzt mit meinem Gewicht aus? Ja, Hälfte. Hat schon ganz was ausgemacht. Und der Rest, ich habe nur noch Feuerpfeile. Ja, jetzt habe ich noch 65 normale Pfeile. Ja gut, Ja. fast 100 Narcotics. Und nochmal 17 Feuerpfeile. Oh, das wird schon jetzt. Ja. Soll ich dir ein bisschen So. Fleisch geben? Und fliegt er schneller? Warte mal, ich muss mal gucken. Ach ja, genau, ein bisschen Fleisch könnte man vielleicht auch mal meinen. Oder bleibst du da? Dankeschön. Sehr schön. So, okay, also Hast du jetzt wollen noch wir Fleisch, Sergeant? Nee, ich komme klar. Fliegt mal vor, ich fliege euch sowieso. Ich fliege sowieso nach. Von daher. Ich kann hier Turbo drücken und ihr Turbo drücken. Also schnell fliedern, flattern, drücken. Und ihr könnt normal fliegen und überholt mich. Von daher. Fliege ich denn überhaupt richtig jetzt hier? Ja. Krass. Habt ihr rechts auch so einen Berg im Wasser? Also eine Spiegelung? Ja. Okay. Aber wo ist der Berg? Unter Wasser. Nicht. Kommt da noch was? Also laut der Map? Haben Sie die Spiegelung schon eingebaut, meinst du? Ah, nee. Oder? Unter den Fingern ist, glaube ich, noch was. Ah, nee. Egal. Fliegen wir erstmal rüber. Weil der Onkel, der hat ja nicht so viel Puste. Die ist schon wieder am Arsch, ich kann schon wieder langsam fliegen. Ach Und nein. dort vorne ist eine Insel. Nee, Insel mit zwei Bären. Nee, Na gut. Für Onkel. Meinst du die rechts, oder? Ja, Ja, mit dieses den paar kleine Ding da. Palmen. Zwischenlandung. Wir wollen ja auch nicht, wen hat der Drachen? Der Drachen, der Adler gehört. Nero, ne? Nero, ja. Ja, und dem Nero sein Vieh wollen wir ja nicht irgendwo haben. Der kriegt eh 9. Genauso wie jeder hier 9 kriegt. Weil ich kann das mir nicht mit anschauen. Jeder muss hier mindestens einen 100er haben. Mindestens. Ja. Der macht da unten seine Kreise. Ich will auch.
Seid ihr jetzt auf der Insel mit dem Bäumchen oder auf der kleinen, wo so eine Art Weide ist? Ich würde mal sagen Bäumchen. Ja, aus. Ja. Was heißt Weide? So eine Trauerweide, würde ich sagen. Also da du hier nicht bist. Würde ich sagen, auf der anderen. Ja. Also ich bin jetzt hier auf der ganz, ganz kleinen, wo zwei nee. Bäume sind. Drei nee, Bäume. Auf der anderen. Wir sind rechts von denen. Links. Rechts? Rechts. Ja, ich werde euch schon finden. So. Ja, schön. Ja. Dann fliegen wir immer mal weiter, denke ich mal. Weil Sergeant macht das sowieso. Was sind das da hinten? Ah, dort hinten, ja, kommt, dort hinten kommt er, ja. Wer? Achso. Sergeant, ja. Und dort schwimmt ein Strike. Da also. Strike. Das ist ein Strike. Ich dachte, wir hatten da ein Vieh mit dem Sattel. Auch ein bisschen Planschen. War ziemlich damaged. Oh, wer was? Wir kommen auf jeden Fall gleich bei den Kirschbäumen vorbei, Onkel. Die Kirschbäume? Ja. Ich will ja nicht zu viel spoilern. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Kirschbäume. Oh. Ah, jetzt hab ich verstanden. Oh, wie hübsch. Und wir kommen sogar an der Stelle vorbei. Glaube ich. Weiß ich nicht. Hübsch. Warte mal, schon. Ach ne, das rennt ja weg, ne? Das Scheißvieh. Welches? Ja. Attacke! Ich will das töten. Ja, ich, wir blockieren es doch nur. Wie lange braucht denn das Vieh? Meine Fresse jetzt. Ein 108er, kein Wunder. Mein Gott, wenn ich was eingreife, dann gleich was richtiges. Machen wir das noch einmal. Ein bisschen leveln hier, das ist ja grauenvoll. Schon, so. Da ist noch einer. Ja, super. Was ist? Jetzt ist er geschafft, mein Adler. Ich komme. Ich halte ihn. Nein. Doch, ich halte ihn. Sauber. Aber jetzt müssen wir gleich mal hinsetzen. Das war sehr anstrengend für meinen Vogel. Oh, ja. So, können wir weiterfliegen. Stamina ist ganz recht schnell aufgeladen, aber hält er nicht lang. Chasing. Schönes Gebiet hier. Ja. A wonderful Gebiet. Natürlich sieht man das dann geiler, wenn man da irgendwo rumläuft, ne? Das ist klar. Aber ja, ich glaube, da werden wir sowieso nie hinkommen mit Exploren. Schauen wir mal. Was da läuft, sieht auch alles schön aus. Aber die Bäume sind gigantisch irgendwie. Hm. Krasse Dinger. Krass, Leute. Wonderful. Das Fliegen, das ist so wonderful. Ja, also
Also. Wie hat's denn mir mein. Oh, ein kleines Butzel hat's mir gebracht, die scheiß Viecher zu töten. Was ist jetzt los, ja? Onkel, ich werde es dir. Ich werde es euch allen jetzt zeigen. Weil ich finde diese Stelle einfach. Warte, ich muss sowieso nochmal abschlitzen. Oh, da war ein Adler. Base Level? 16. Lohnt sich nicht. Habt ihr den schon gekillt oder was? Nö. Ja. Sind zwei da hinten. Nee, also ich glaube, den komme ich ja nicht zu Pimpen. Ich habe vor uns ein Level gehabt, aber dann kannst du es vergessen. Oh, Schnee, Pium, 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 Pium. Oh, es macht Boom hier. Oh. Was macht's? Das ist ein T-Rex Level 4. Oh, den schaffe ich. Oder? Ich glaube, wir müssen dabei sogar. Oh, dort helfen. Hinten ist eine Mieze. Level 1. Wow, 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 wow. Landlauf. Yeah. Was ist denn hier los? Ach, ein Hund. Wölfe. Ach so. Ein Hund. Cool. Oh. Was denn? Piepmanns hat ein Level. Das ist schön, dass der Piepmanns ein Level hat. Schön Stamina. 900. Hinten sind Elche. Ja, noch nie gesehen. Krass, Tote. Boah, die sind doch gar nicht tot. Jetzt sind sie tot. Dynamito, du glaubst, du klaust mir mein Level. Nee, du kriegst auch Level, wenn wir. Ja. Ich muss mich erst mal absetzen, das kannst du vergessen. Oh, Level up. Ach, das ist doch was schön. Und ich stammel immer noch rum hier. Wie viel hat denn der schon? Ach, wow, jetzt hat er eigentlich mal über der Hälfte. Ja, und ich hoffe, Dero, wenn du das siehst, du nimmst mir das nicht übel, dass ich den auf Stamina mache, weil das ist Wahnsinn hier. Hey, yo! Oh, fuck. Ist nur ein Achter. Ich weiß, was ich habe. Ich habe die Taste gedrückt. Aua! Er ist tot. Onkel, magst du mir mal folgen? Ganz unauffällig. Das habe ich mich gerade gemerkt. Ich drücke die rechte Maustaste aber aus Versehen, weil mir eine Wasserflasche kommt da aber ran. So, weiter geht's. Warte mal, das ist Sergeant, ja. Na, ganz unauffällig folgen, wenn ich dir überhaupt hinterher kann. Grunde. Fragst du mal. Weg ist er. Und dann heißt es so noch, such mich doch mal. Ob ich den Mammut krieg oder macht er mich kaputt? Level 3? Bis 3. Musst von hinten angreifen. Na super, das sagst du ein bisschen spät. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ein weißer Elch. Boah, hier, guck mal. Boah, wie geil das hier aussieht. Es wird noch schöner. Es wird noch schöner. Dieses blaue Wasser, mega geil. Und Freunde, ich tue jetzt ein kleines bisschen spoilern. Ein ganz kleines bisschen. Alles klar. Oh, hör auf, Alter, wie das hier aussieht. Ja. Wie ihr seht, habe ich hier schon ein bisschen angefangen. Ist das nicht ein Blick? Ist das meine gigantische Schier? Das ist doch mega krass. Wo bist du denn? Ach ja. Ich habe schon angefangen. Ich stehe in Little Setcher. Hast du gesagt, dass du ein Setch-Gebäude hingebaut hast? Richtig. Aber die Zuschauer wussten das noch nicht. Wow, ich bin dafür, dass wir umziehen. Wow. Mega krass. Aber das Problem hier ist leider, hier sind so viele Insekten, deswegen habe ich auch nur eine Setschütte gerade. Holst du irgendwas, kommt ein Insekt. Krass, wie
geil das hier aussieht. Schön, echt schön hier. Ja. Hier wirst du dann... ja, den japanischen Palast, das Kaiserreich, das Sergeant Möller Kaiserreich hier errichten. Das ist auch so ein paar verschiedene Häuser, oder? Weil es sieht bestimmt geil aus, wenn man hier so auf den Wasserfall dann drauf guckt und dann richtig, dort ein ja. Haus und dort ein Haus und dort ein Palast. Aber es wird sehr schwierig, hier so diesen japanischen Flair, diesen Style reinzukriegen. Aber eine Stelle. Die Kirschbäume, die bleiben auf jeden Fall. Die anderen werden abgerissen, nur die Kirschbäume nicht. Ja, sag ich nur dazu. Ding. Kannst du vielleicht auch pflanzen? Weiß nicht, welche Bäume man pflanzen kann. Aber vielleicht sind die Kirschbäume auch dabei. So, wie sieht's denn aus mit der Uhrzeit? Haben ja die Mod. Oh, 19 Uhr. Vielleicht sollten wir doch mal lieber zur fliegenden Insel uns aufmachen, oder? Ich weiß, ihr wolltet da jetzt runter. Die ist sehr weit entfernt jetzt, die fliegende Insel. Ja, wir sind ja schon bei 1900. Bei 19 Uhr. Irgendwie ist sie genau am anderen Ende der Karte jetzt. Ne, die fliegende Insel. Aber ja, ich hab Level. Leck mir am Arsch. Ne, doch nicht. Nur mein, ich hab ein Level, ja, aber nicht das scheiß Vieh. Doch nur eine Level 19. Ich mach mal auf. Keine Ahnung. Komm, können wir hier mal ein bisschen was drauf haben. So. Wo müssen wir denn jetzt hin in Richtung fliegende Insel? Weil wir wollten ja 22 Uhr, hast du gesagt, wird's dunkel. Weil immer jetzt die Dunkelheit verpassen. Ich meine, da kommen wir ja dann immer noch hin, weißt du? Und wir haben unten kein Sattelfliegenvieh mehr. Das ist vielleicht lieber mit einem anderen. Dann, weil wenn wir an der fliegenden Insel sind, dann sind wir auch nah an unserem Nest. Ja, einen müssen wir noch haben. Weil das ist ja hier grauenhaft mit dem Ding. Fliegen wir jetzt überhaupt richtig? Also ich? Also ja? Also wir? Ja, das ist schon richtig. Okay. Ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht übel, dass wir zu der fliegenden Insel. Aber wir wollten ja eigentlich im Grunde genommen Drachen haben, nicht die Welt hier auch könnten. Richtig. Ich muss wieder. Ah ne, ich muss sparen. Was mach ich denn? Wo guck ich denn hin, Leute? Also treffen wir uns bei fliegenden Insel, Orbi. Du Angeber, du. Du hörst dich irgendwie an, so wie so ein Rasenmäher. Wie? Ja, der Adler macht doch solche komischen Geräusche. Schnubbeldi, du hast Schnubbeldi vergessen. Okay. Das ist jetzt anscheinend dein neues Lieblingswort. Schnubbeldi. Schnubbeldi. Ja, schön, wie ich fliege. Irgendwie kommt mir das so vor, als fliege ich an der Stelle. Das ist doch Dynamo hier links, oder? Am Berg. Oh. Der Dynamo ist über dem Berg. Oh, ich glaube, es wird schon düster. Oder kommt mir das jetzt nur so vor, weil ich auf der Dunkelheit war, oder? Es kommt dir so vor. Scheiße. Aber es sieht nach Gewitter aus. Aber wir waren ja eigentlich... Mond sieht man schon. Aber wir waren ja eigentlich in der Dunkelheit auf der Insel. Hm. Naja. Aber wir haben sie nicht überflogen, wir sind ja bloß an der einen Stelle stehen geblieben. Ah, noch eine Ausrede gefunden. Ja. Dann ist das schon. Und ich muss schon wieder landen. Oh. Ei. Es macht so eine Freude. Das kannst du dir nicht vorstellen. So lustig. Und yay. Yeah. Einfach jetzt nach oben fliegen, Onkel. Dann siehst du die Insel. Nach oben? Jo. Oh, ich sehe noch Wasser.
Ich glaube, mindestens immer musst du noch. Ich sehe keine Fliegen. Landen. Ja, gut. Einfach jetzt geradeaus fliegen. Immer nur geradeaus. Ja, es nebelt ja, mein Freund. Da ist nichts mit Insel. Ich sehe so. Was? Vielleicht noch ein Stück höher, also ich sehe nicht. Ja, ich sehe da, den unteren Rand, oder was ist das denn so? Schalalalala. Schalalalala. Ich sehe nichts. Ich sehe unten das Wasser und der Rest ist alles grau. Richtig. Aber so, um deinen Körper ist so eine Silhouette. Ja, wenn ich so schnell bewege, habe ich sogar, wenn ich... Gott. Ja, da müssen sie schon noch... Wir können nicht hinterher so schnell als Onke. Was? Ja. Du kommst nicht hinterher. Das Spiel kommt gar nicht hinterher, so schnell bist du. Mhm. Also, wir haben es jetzt. Das Spiel ist schon vorne bei der Insel. So. Und ich wette, wir kommen wieder wegen Onkel zu spät. Weil er hier rumschnillbubbt, schnillbanz. Echt mal Onkel. Nenn mich nochmal Onkel und es knallt. Hinter mich Onkel. Onkel, hab ich. Ich sehe nichts! Das ist ja ekelhaft gerade, das Wetter. Also echt. Ja, wo ist denn die Insel? Ich sehe die nicht. Ich sehe nichts. Ich bin genau drauf zu. Ich sehe nichts. Richtig. Seht ihr die Insel? Nein. Gut. Ja, ich sehe sie. Boah, bei mir ist es alles grau. Nur das Wasser unten sehe ich, der Rest ist grau. Okay, vielleicht soll ich vor dem Wasser nochmal landen. Ich habe Angst. Ich sehe nichts. Boah, das nervt so. Los, jetzt geh runter, meine Fresse hier. Schrisch aus. Wollen wir hier nicht mal eine Rast machen? Für ein Butterbrötchen? Ja. Butterbrötchen. Butterbrot. Butterdämme. Ach, und Part außerdem. So. Okay, na dann, Dynamo. Wir müssen schnell den Part beenden. Ja, das war eine kleine Erkundungsreise. Wir haben mal gesehen, wo das Searchen bald bauen wird und ja, tschüss. Also... Tschüss! Tschüss!